mir nochmal die Leute ausgehen. Alter. Komm her. Wow. Das ist zu viel. Wow! Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Okay, ich sehe schon. Wir werden uns den Weg wohl irgendwie freischießen müssen. Alter, wie viele Pfeile wir verbraucht haben, das ist echt unglaublich. Gut, dass wir so viele mitnehmen können. Alter. Aber ich meine, was da für Wellen teilweise ankamen, das ist ja echt nicht mehr feierlich gewesen. So, wir werden uns jetzt mal einen kleinen... Und dann hinter dir rüber schwingen, würde ich sagen. Okay, eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber ich sag's lieber nicht. So, ein Geocache gefunden, mehr oder weniger aus Zufall eigentlich. Alter, wie viel Fracht hier liegt. Okay, wir haben soweit, würde ich sagen, annähernd alles. Können wir immer noch nicht mitnehmen. Wir benutzen die Schrot zu wenig. Wir müssen da irgendwie rüber, ne? Müssen wir, glaube ich, wirklich da hochklettern. Okay. Das wird vermutlich nicht allzu einfach werden. Und Alter, wir nehmen jetzt 50 Minuten gerade auf. Aber ich muss sagen, ich könnte eigentlich noch länger aufnehmen. Ja, habe ich doch vor, verdammt. Ich muss irgendwie noch an die Seildinger drankommen, oder? Wie komme ich da rüber? Muss da irgendwie da oben drauf kommen. Alter, bin ich zu inkompetent oder bin ich einfach nur zu dem und sehe den anderen Weg nicht? Und jetzt? Was hat uns das gebracht? Ich würde sagen, nicht wirklich viel. So, jetzt kommen wir hier wenigstens hoch. Das war nämlich mein Plan. Alter, hier liegen überall. So, wir können hier jetzt ganz hochklettern. Ja, warte mal dann. Holen wir uns lieber erstmal hier die Sachen. So, da vorne, da ist vermutlich auch nicht wirklich viel. Ah, da ist noch was. Gehen wir lieber auf die. Für die haben wir wenigstens noch jede Menge Munition. Bei der anderen sieht das eng aus. So. Okay, jetzt müssen wir... Alter! Was für Strecken wir jetzt klettern dürfen, das ist echt unglaublich. Alter Schwede. Okay. Das sieht mir alles nicht sehr vertrauenserweckend aus. Voll in den Höhen nicht. Naja, egal. Ach du Scheiße, das sieht mir aus wie eine Seilbahn.
Aber die werden die noch nicht gebaut haben. Die können doch vollkommen eine Seilbahn aufbauen. Hier. Ich nehme gleich den Weg oben lang. Okay, der ging mal schnell drauf. Schalldämpfer, neue Herausforderung abschließen. Ich hoffe, jetzt haben wir soweit alle von denen, die in unmittelbarer Nähe waren, sagen wir es mal so. Alter! Die Musik macht mich wahnsinnig. Der Angriff sieht aber ziemlich lächerlich aus. Waffenmodifizierung verfügbar. Wenn wir mal einen Lagerplatz finden, können wir das gerne machen. Ach du Scheiße. Okay, da müssen wir vermutlich gleich dran springen. Ich würde gerne noch in die andere Richtung vorher gehen. Und hier noch ein wenig hinsehen. Ein Geheimnis entdeckt. Okay, vermutlich dort unten. Alter, wie groß diese Maps gestaltet sind. Das ist echt unglaublich. Warte mal. Na, hallo, Lever. Lever. Alter, das ist echt unglaublich, wie manche Sachen, wie man die manchmal nicht kriegt. Das ist echt unglaublich. Hier kommt und sonst geht's hier nicht weiter. Hier sind nur noch nicht mehr wirklich viele Sachen. Beziehungsweise einen Schrot haben wir jetzt genommen, ne? Ich benutze die Schrot, glaube ich, wirklich definitiv zu selten. Die sollten wir echt mal öfter benutzen. Für Munition vor allem würde ich finden. Ich meine, mit der anderen Waffe sieht es ja ein bisschen schwieriger aus. Die haben wir nicht so viel Munition, leider. Aber die Schrot, da ist ja in jeder Ecke irgendwie. Ich weiß nicht, ob andere Spieler viel mehr Schrotflinten benutzen? Wahrscheinlich, ne, würde ich sagen. Das wäre ja nicht so viel, aber... Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der gern Schrot benutzt, muss ich sagen. Ich bin eher einer, der leicht draufhaut. Nein, präzise, finde ich, ist besser als wild drauf. Noch eine Jade-Figur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Ja, diese sieht echt aus. Die andere sah aus wie eine Fälschung. Die sah nämlich viel zu gut erhalten aus. Aber nun gut. Dort kommen wir nicht weiter. Warte mal, hier unten ging es doch noch irgendwo rein, oder? Vorne. Ist ja nicht ohne Grund ein Gang. Alter. Ja, und das nächste Geheimnis schon wieder, was wir hier entdecken. Das ist echt unglaublich, wie viele Geheimnisse hier wirklich zu entdecken sind. Bevor wir jetzt die Main Story wieder weitermachen. Eine alte Schmelzhütte. Was auch immer wir hier finden können.
Okay, ich sehe hier nicht viel. Unter uns sieht es aber auch nicht sehr vielversprechend aus. Bleib lieber oben. Hab einen besseren Überblick. Wartet mal, hier müssen wir dem nachher. Wo ist denn dann das Geheimnis gewesen? Sag mal, wo ist das Geheimnis gewesen? Das geheime Grab. Ist ja nicht so, als... Ich habe ja damals mal gesagt, ich will die nicht alle suchen und so, aber... Wenn es denn schon so schön angekündigt wird, dann willst du auch wissen, wo es ist. Da bin ich ja echt, da bin ich so einer... Ah, da... Der ruft mir dann so in den Finger, da muss ich einfach danach suchen. Da hinten vermutlich, ne? Ja, hier. Windmühlenlager. Da geht's rein, okay. Alter. Okay, die Frage ist, wo ist das Windmühlenlager? Das Feuer? Fürs Windmühlenlager da. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Habe ich gesagt, irgendwas habe ich gesagt, da sind zwei Sachen, sehen sehr vielversprechend aus. Schmutzige Tricks, ja, schmutzige Tricks mag ich nicht so. Pfeile wiederfinden, freudige Bogenschützen. Orientierung. Finden Sie auch versteckte Geheimnisse. Zu oft gedrückt. So, ist hier was? Geh zum Durchsuchen. Ich wusste doch, dass da was ist. Das lachte mich doch gleich so an. Aber wo ist das Grab oder das versteckte Geheimnis? Naja gut, egal. Oder doch hier vermutlich. Das sieht nicht aus wie die Höhle, in der wir vorhin waren. Es war klar. So, wir müssen jetzt hier zur Seite weiter. Okay. Ich vermute schon, ich weiß, wo wir auskommen werden später. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal vollkommen hier überraschen. Ach so. Ach du Scheiße. So. Jahrungsgut, was ist hier? Durch den Gang rüber. Dann schauen wir doch nochmal, was in der andere Richtung war. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich finde immer den Main-Gang, obwohl ich eigentlich, ja, erstmal daneben gucken wollte, was daneben ist. Trotzdem finde ich grundsätzlich den Hauptgang. Das finde ich irgendwie dämlich. Alter, hier ist jemand. Hundertprozentig ist hier jemand. Oder etwas. Geht's doch, glaube ich, raus. Gehen wir doch lieber nochmal in die andere Richtung gucken. Ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite ist jemand. Und hier geht's raus. Das ist, glaube ich, der Ausgang. Aber wir sind ja Leute, wir durchsuchen natürlich alles gründlich. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal auf der anderen Seite. Was da ist, weil ich bin mir sicher, hier ist jemand. Es ist beinahe unmöglich, dass hier niemand ist. So, hier jetzt einmal rüber, Lever. Alter, warum wird das... Verändern sich die Farben so von hell auf dunkel? Das ist... Das muss ich sagen, ist assi. Wo sind wir jetzt ausgekommen? Jetzt sind wir doch wieder da, wo wir... Alter. Sind wir doch wieder da, wo wir reingegangen sind. Das ist doch sinnlos. Okay, das macht für mich keinen Sinn. Irgendwas haben wir übersehen, verdammt. Die Frage ist bloß, was haben wir übersehen? Jetzt ändern sich gleich die Farben wieder.